Heute shoppen wir richtig nachhaltig und zwar in meinem Kleiderschrank. Und zwar kommt Janine, die ist Sustainable Stylistin und ich habe, als ich von ihr gehört habe, mich richtig doll gefreut, weil ich habe so meine Kleidung und da habe ich so meine Looks, die ich so kombiniere, weißt du. Und irgendwann ist man so ein bisschen festgefahren und da hoffe ich, dass sie mir heute neuen Input gibt. Janine. Sustainable Styling bedeutet für die beiden Spaß an Mode haben und trotzdem den ökologischen Fußabdruck reduzieren. Dafür kommen sie zu einem nach Hause, schauen, was schon da ist und versuchen, neue Styles daraus zu kreieren, auf die man so vielleicht noch nicht gekommen ist. Um aus meinen schon vorhandenen Klamotten das Beste herauszuholen, hat Janine drei Basics mitgebracht, die jeder bei sich haben sollte. Und wenn du jetzt die Entscheidung zwischen den beiden, dann würdest du welche immer wählen? In der Regel wähle ich die hier. Aber der ist doch cool zu der Hose. Ja. Versuch mal, wie das aussieht, wenn wir jetzt hier den Blazer drüber ziehen. Mhm. Um den noch so ein bisschen mehr businessmäßig zu drehen. Oft war mir der zu sportlich, der Sweater. Und deswegen bin ich halt richtig froh, dass ich das jetzt so mit dem Blazer so lässig kombiniert kriege. Besonders dünne Rollis lassen sich auf unglaublich viele Weisen kombinieren. Ich bin selber sehr überrascht. Ich empfehle super gerne Rollis, weil Rollis wie ein T-Shirt funktionieren einerseits. Unter Jacken super gehen, unter Blazer super gehen und sogar unter Kleider. Oh, das gefällt mir. Ich sehe es in deinem Blick. Ich bin selber, ich denke nach. Ich finde es beim Mustermix. Ich finde es wirklich tricky. Man muss verstehen, wie man es macht. Mhm. Das ist ja Musterlehre. Aber es gibt auch so ein paar Regeln, ne, nach denen man es probieren kann. Also großes zu kleinem Muster, ja. Also wenn du ein großflächiges Karo hast, dann kann so ein Millefleur, so ein kleinerer Blumenprint ganz gut dazu funktionieren. Dann müssen natürlich irgendwie die Farben, ne, da ist ein Rot-Rosé, das ist hier drin, da ist Schwarzanteil drin, ist hier in der Jacke drin. Die Farben müssen irgendwie auch zueinander passen. Ja. Aber siehst du es jetzt mal erst so, siehst du die Kombi? Noch gar nicht, nein. Mal jetzt hier. Ja, das ist jetzt, das fühlt sich nicht an wie, das ist irgendwie wie ich. Ja, aber der Rolli ist, nee. Ist dir zu warm? Ich fühl's nicht, Rolli unterm. Also nicht in dem Fall zumindest. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie findet ihr diese Kombi? Würdet ihr das so tragen? Das ist arg weit für mich, von der Seite. Mhm. Von vorne nicht. Das ist auf jeden Fall mein Favorit. Das finde ich richtig gut. Echt? Das ist jetzt euer Favorit? Ja. Von allen Outfits? Ich finde es sehr cool. Ich finde es auch echt geil mit den Farben. Es ist sehr stimmig, aber ist nicht mein allerliebstes Outfit. Genau, warum die Jeansjacke gut dazu funktioniert. A, finde ich das total cool, weil die von dem Sticking hier an den Knopfleisten farblich sich super schön in der Hose wieder kombiniert, gut zu finden ist. Und ansonsten finde ich, gibt das der Hose einen super lässigen Ausklang und macht die Hose unglaublich alltagsfähig. Und da ist mir wieder, ich habe echt mit dem Weiten, ne? Aber dadurch, dass du ja den Bund relativ hoch hast und man sieht, dass es da oben schön schmal ist, ist das ja der Blick, der auf deine Körpermitte fällt. Mhm. Also sprich der schöne schmale Part. Und das sieht man ja. Und du siehst auch, wenn du hier stehst, sieht man auch immer, wie das hier so reingeht. Also deshalb ist das jetzt nicht, dass du wie so ein Baumstamm aussiehst, sondern wirklich schon sehr schön in Form. Oma? Das ist das, was ich mit der Jacke oft habe, dieses. Jetzt mache ich mich nackig. Wie sieht's aus, Salma? Ich finde es sau schwer. Wie gesagt, solche Gürtel habe ich noch nie. Also ich habe gesucht, aber der habe ich nicht gefunden. Flohmarkt. Okay, ja. Du musst wirklich auf Flohmärkten schauen, weil die Gürtel früher alle oben in der Taille getragen wurden und die Frauen auch entsprechend schmal waren. Und da gibt es solche unglaublich tollen Schätze. Und die sind einfach qualitativ nicht so top. Habt ihr so drei Tipps, wie ich sofort meinen Kleiderschrank nachhaltiger machen kann? Tipp Nummer eins ist erstmal, nimm dir die Zeit und stell dich wirklich einmal bewusst vor deinen Kleiderschrank und schau dir an, was du überhaupt hast. Dann holst du dir am besten jemand an deine Seite, den du vertraust
und versuchst mit dem neue Kombis zu finden. Darüber hat man schon oft durch den anderen, der hat so ja, einen anderen Blick, einen anderen Gedanken zu dem Kleidungsstück und da entstehen schon mal ganz viele kreative neue Sachen. Geil, wenn das jetzt funktioniert, dass wir den Gürtel nehmen von dem Kleid. Ansonsten feststellst, ist dir zum Beispiel in deinem Kleiderschrank was fehlt oder ja, du gerne noch ein anderes neues Styling haben möchtest, dann kannst du auch immer noch mal probieren, die Sachen umzustylen für dich. Also wir haben das ja heute auch öfters gemacht. Also entweder du schneidest ein Oberteil ab, kürzt es, das, was wir mit deinen Kleidern gemacht haben und dann hast du ein super schönes neues Oberteil, das super gut funktioniert auf einmal. Als drittes Basic haben wir eine simple schwarze Hose kombiniert. Steht voll für dich. Das ist geil. Steht voll für dich. Henry. Ja. Das war der erste von Henry heute. Ich meine, es waren alle Outfits wieder geil, aber irgendwie ist das gerade mein Favorite. Wie geil, ich habe dieses Outfit nie, ich habe dieses Oberteil nie getragen, weil das so eine Mischung war aus Kleid und Oberteil. Wenn man anfängt, sich mit Fashion zu beschäftigen, man versucht ja, was Gutes zu tun. Jetzt schaue ich und recherchiere, was ist eigentlich eine gute Marke. Und ich finde, da steigt man oft gar nicht durch als Konsument. Welche Marken könnt ihr empfehlen? Ich empfehle super gerne eine Plattform, auf der du verschiedene Fashion-Marken findest. Und dann kannst du aus dem Vollen schätzen. Wie zum Beispiel Love Eco, die haben in Berlin auch zwei Stores, in Friedrichshain, Schöneberg, aber eben auch einen Online-Shop. Abseits von Kaufen kann ich natürlich Laien sehr empfehlen. Also da sind wir auch schon weit gekommen. Früher haben wir uns aus dem Kleiderschrank der Freundin geliehen. Heute können wir das bei zum Beispiel Unown Fashion tun. Das ist eine Plattform, da kannst du professionell auch schon vorher gereinigte Sachen dir mieten für über einen bestimmten Zeitraum, 2 Wochen, 4 Wochen und dann wieder zurücksenden. Ja. Oder du kannst es auf privater Basis tun. Die Plattform heißt We Dress Collective. Da kannst du sogar noch andere Frauen kennenlernen in deinem Umfeld, weil man es eben vor Ort tauscht, ne? Und ja, leiht und teilt. Das ist mega geil. Also ich packe euch alle Links auf jeden Fall in die Infobox. Also ich bin sicher, meine Zuschauerinnen und Zuschauer haben auch so viele Fragen wie ich. Deswegen machen wir auch einen Livestream, wo ihr alle eure Fragen an Janine stellen könnt. Ich freue mich auf euch. Ja. Vielen Dank für den schönen Tag, wirklich. Es war ganz besonders. Ich habe euch gleich in mein Herz geschlossen. Janine meinte schon zu Beginn, dass mein Kleiderschrank ganz schön minimalistisch ist. Und deswegen bin ich umso überraschter, dass ich so viele neue Kombinationsideen habe. Und das ist so geil, ich kann so viele neue Outfits kreieren und habe nur so wenig Teile. Und es gibt mir das Gefühl, dass jedes Teil ganz besonders wertvoll ist in meinem Kleiderschrank. Und das ist ein richtig, richtig schönes Gefühl.